Guten Morgen, ich finde es ganz klasse, dass der Platz richtig voll wird. Und wir möchten euch sagen, dass wir hier ein bisschen Programm machen und alle die auf der Demo dabei sind, die werden wir euch vorstellen, nämlich die Umweltschützer und die Imkerinnen und die Imker und die Bäuerinnen und die Bauern und die Konsumenten, die von all denen gutes Leben, gute Lebensmittel wollen. Ich bin auf der Bühne zusammen mit Christoph Bautz, mit der roten Jacke, der steht hinter mir. Christoph Bautz hat Camp Act gegründet. Er hatte die tolle Idee, dass alle diese Ideen, die uns vereinen, für die wir für besseres Lebensmittel kämpfen, auch für die Bienen gerade zuletzt, dass wir online im Internet politischen Druck machen. Christoph Bautz, einmal einen Willkommensapplaus für Christoph Bautz. Und mit mir moderiert, es gibt Rückkopplungen, mit mir moderiert heute Tanja Wurzel. Sie ist WDR-Moderatorin, ist ursprünglich mal, er hat ihre Kindheit auf einem Bauernhof in Ostwestfalen verbracht und ist Autorin verschiedener Bücher zu unserem Themenbereich. Die Einkaufsrevolution, die Ernährungsdiktatur, etliche kennen die bestimmt. Ja, und jetzt geht's hier eigentlich los, wir suchen noch nach unseren ersten Rednern. Wir haben nämlich Carla Protzel eingeladen. Sie ist für die junge AGBL aktiv und sie ist nicht nur wie ich Bauerntochter, sondern sie ist auch Landwirtin geworden, hat gelernt und studiert. Aber sie sitzt auf dem Schlepper fest, denn sie ist mit dem Schlepper hergekommen aus der Nähe von Witzenhausen und wir hoffen, dass sie mit dem Schlepper nicht im Stau stehen bleibt. Da hinten kommen die ersten Trecker an. Vielleicht ist sie dabei. Also Carla Protzel, wenn sie in der Nähe der Bühne ist, auf die Bühne. Und genauso Uschi Helmers. Uschi Helmers spricht für die Bürgerinitiative in Wietze, die sich nennt für den Erhalt ihrer Lebensumgebung und nicht gegen den Schlachthof. Aber das Ziel ist natürlich, den größten europäischen Geflügelschlachthof in Wietze zu verhindern. Der ist gebaut und wir brauchen jetzt Druck, um zu verhindern, dass dort, ich glaube, es sind 20.000 Hähnchen pro Stunde geschlachtet werden. Also einmal zum Warmmachen und für diesen Kampf dort einen Applaus für alle die Bürgerinitiativen. 180 Bürgerinitiativen gegen Massentierhaltung. Und für Sie soll jetzt Uschi Helmers sprechen und wir freuen uns, wenn Sie den Weg zur Bühne schafft. Bitte einen Applaus für die Bürgerinitiativen, die dabei sind. Und Uschi Helmers ans Mikro. Und die nächste Gruppe, die Imker, habe ich schon ganz viele gesehen. Manfred Hederer vom Verband der Berufsimker unterwegs zur Bühne. Auch ihn bitten wir jetzt auf die Bühne. Von Ihnen allen dreien wollen wir hören, warum wir hier alle in der Kälte stehen und frieren. Manfred Hederer, zur Bühne für die Imker. Also, solange wir auf unsere Diskutanten warten, gebe ich mal Daniel Unsold das Mikrofon. Denn Daniel Unsold ist der professionelle Warm-up-Spezialist für Demonstrationen. Er ist Moderator und Theaterschauspieler und einer, der seit ungefähr 20, 30 Jahren Bescheid weiß, worum es geht, denn er war in ganz vielen Naturschutzverbänden aktiv. Und er hilft uns jetzt gemeinsam warm zu werden in dieser eise Kälte. Daniel, du hast das Wort. Okay. Hallo, guten Morgen. Erstmal möchte ich hören. Könnt ihr mich alle hören? Könnt ihr mich alle hören? Okay, es ist verdammt kalt, minus 7 Grad, deshalb fangen wir mal an zu laufen. Geht mal alle in Bewegung, wird jemand joggen sehen, denn wir haben einen langen Protest vor uns. Einen langen Protest, genau. Und jetzt mal langsam ein bisschen schneller laufen und feuert mal euren Nachbarn an, okay? Und das geht. Hopp, 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 und jetzt Endspurt. Hopp, 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 hopp. Sehr gut. Okay, jetzt mal ein bisschen die Hände mal ausgreifen vom Protest. Wir haben noch einiges vor, die Hände werden kalt. Ich möchte mal alle eure Hände sehen. Alle mal die Hände sehen. Man kann ja nicht klatschen bei dem Wetter, aber man kann ein bisschen winken und sagen, hallo, cool, dass ihr da seid. Und jetzt springt mal, guckt mal, wie viele ihr schon seid. Schaut mal rum. Wow, es werden immer mehr. Wow, die kommen aus dem Bahnhof. Wahnsinn. Wir werden heute richtig viele, auch wenn es kalt ist. Und jetzt möchte ich, dass ihr euch mal umdreht und schaut mal, wer ist denn da neben euch, den ihr nicht kennt? Und sagt einfach mal Hallo, stellt euch mal vor und sagt mal, was ist eigentlich der Grund, warum ihr heute hier seid und was habt ihr so richtig satt? Okay, tauscht euch das mal aus. Okay, ich sehe schon kleine Gespräche, sehr gut. Lernt die Leute um euch kennen, denn wir als Bewegung sind dann stark, wenn wir zusammenhalten. Bauern,
Imker und Verbraucher. Okay, gut. Jetzt möchte ich mal was ausprobieren. Ihr seid noch im Gespräch, ich sehe das. Das ist ein Moment. Okay, ich werde jetzt einzelne Sachen sagen. Und von euch möchte ich hören, ob ihr das gut findet oder schlecht findet. Und ihr habt zwei Möglichkeiten. Die eine ist, ich sage zum Beispiel Agrarfabriken. Und dann sagt ihr, nein, nein, nein. Okay? Wollen wir ausprobieren? Agrarfabriken! Nein, nein, nein! Agrarfabriken! Nein, nein, nein! Okay, und jetzt sage ich zum Beispiel Öko-Obst! Ja, ja, ja! Öko-Obst! Ja, ja, ja! Sehr gut! Gentechnisch verändertes Essen! Nein, nein, nein! Kleine Bauern! Ja, ja, ja! Nicht klein, oh, das war ein Trick! Kleinbauern! Kleine Bauern? Nein, nein. Okay, jetzt probieren wir das mal aus. Okay, Pharmakonzerne? Nein, nein, nein. Trecker für Bauern? Ja, ja, ja. Imker mit Macht? Ja. Okay, Industrie im Essen? Das geht noch lauter, das geht noch lauter. Okay, Agrarindustrie? Was wollen Sie denn noch? Habt ihr euch ausgetauscht? Was wollen Sie denn gerne haben? Was ist Ihnen wichtig? Okay. Gut, ich höre schon. Die Leute hier auf dem Podium sind langsam zusammen. Dann noch einmal kurz laufen, warm laufen, warm laufen. Seid ihr jetzt ein bisschen warm geworden? Okay, okay, bis später. Hey, super, vielen Dank für das Noten. Mir ist es schon etwas wärmer geworden. Und Manfred Hebra ist da.